Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space 2. Ja, im letzten Part haben wir hier diese Minen begutachten dürfen, in denen Ellie früher gearbeitet hat. Und so langsam gehen wir immer weiter rein. Also hier ist... Oh! Alles total dunkel. Und hier sehen wir einen schwarzen Nekromorph, der uns aber noch nicht bemerkt hat. Ja, sollten wir den anschießen oder nicht? Ich mach's einfach mal, ich bin ja so einer. Oh, jetzt rennt er. Okay, das könnte hässlich werden. Heilige Scheiße, sind die schnell. Und das bleibt bestimmt nicht der Einzige. Na? Von wo kommt noch was? Alter, was ist denn das? Ich hoffe, ich bin noch laut genug und gut zu hören. Ja, ich muss mich mal kurz wieder ein bisschen orientieren. Laden wir erstmal alles nach. Alles voll, alles voll, alles voll. Gut, wo geht's hier längs? Hier ist verschlossen. Da liegt was. Das gute Ding funktioniert ebenfalls nicht. Ah, da hinten ist schon was. Komm her. Hat aber getroffen, oder? Gut, das Vieh ist auch tot. Hier kommt bestimmt gleich nochmal was. Ich nehme es einfach mal mit, das kann ja nicht schaden. Okay, hier unten sehe ich schon wieder so eine Energiekonsole. Nur wie komme ich da runter? Okay. Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Ah, da. Tot. Wow, nee, doch noch nicht. Heilige Scheiße. Die sieht man echt so schlecht. Oh, 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 oh. Oh nein, nicht angekotzt werden. Ach, was ist denn das hinter mir? Naga, kann der jetzt mal sterben? Kinder oder was war das? Ach, die. Nochmal zwei. Na, wer will noch eins? Ach, da oben. Noch mehr von den Viechern. Na, von wo kam das? Also unsere Strahlenkanone aufzupowern war, glaube ich, keine falsche Entscheidung. Aber das war's immer noch nicht. Ich habe immer auch noch... Irgendwo hier was kreischen gehört. Na? Sag mal, habe ich eigentlich gerade einmal Stase benutzt? Hm. Die hier hätte ich auch nehmen können. Oh. Ganz schweres Rätsel. Ah, hätte ja klappen können. Oh, oh, wer hätte das gedacht? Jetzt können wir auch mal ein bisschen was sehen. Babys.
Ih, die haben auch einen umgedrehten Kopf, oder? Ich hab wirklich bei so großen Räumen habe ich eigentlich mehr Angst als in so kleinen verschlossenen. Weil dann können die wirklich von überall kommen. Oh, hinter mir war was. Jetzt, ich habe auch angeschlichen hier, aber heute nicht mit mir. Füllen wir mal eben kurz unsere Stase auf. Oh Gott, wir haben ja gar keine Munition mehr. Okay, ganz sparsam sein. Oh nein! Okay, ich renne hier einfach durch. Eine Speicherstation. Okay, das war jetzt nicht sonderlich schwierig. Aber das kann ja noch kommen, denn jetzt haben wir einen leichten Munitionsmangel. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh Mann, Alter, was dreht der jetzt so am Rad? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Ach, ich sehe es schon. Sie hat gelogen. Sie wird nicht helfen. Aber Sie, Isaac, Sie werden Sie nach Schritt 30. Isaac, er ist weggelaufen. Tiefer in die Minen. Ich habe hier auch ein paar Probleme. Bringen Sie sich in Sicherheit. Kann man so sagen. Ich versuch's. Nein, nein. Ich muss dieses Ding einfach nur richtig... Oh nein, jetzt habe ich die Wand getroffen. Ist es tot? Es ist tot. Okay, wir haben noch knappe 2 Minuten Zeit. Übrigens, danke an noch irgendjemanden. Ich weiß nicht mehr, wer das genau war. Der hat mir nämlich geschrieben, dass diese Viecher im Weltraum immer Halbleiter droppen. Das wusste ich auch noch nicht. So. Da muss ich rein. Okay, gut. Die Strahlen hier werden mir 100 pro nicht den Zugang gewähren. Das sieht nämlich nach tödlich aus. Oh, einfach mal reinfliegen. Obwohl, nee, das ist so simpel. Was muss ich denn hier machen? Muss ich hier außen... Nee, komme ich hier rein? Bestimmt nicht. Das wäre zu einfach. Oder? Nee. Ist ja auch kaum was zwischen. Obwohl, das könnte auch Glas sein. Ja. Was mache ich hier? Da rein. Hier sind noch mehr von diesen Dingern. Kann man die irgendwie schieben oder... Schießen... Anschieben, Stase. Naja, passiert gar nichts. Was ist denn... Ach, die Dinger, die kenne ich ja noch aus dem Maschinenraum. Moment. Moment. Jetzt muss ich die auch auf die richtigen stellen. Wo war denn unser... Wo ist denn unser Eingang? Der ist da. Das heißt, dass ich einen daran festmachen muss. So.
Way, es hat geklappt. Okay, gut, dann habe ich das Rätsel gelöst. Da hängt schon einer dran? Oh, die hängen da schon dran. Das habe ich aber auch nicht gewusst. Oh ja. Und ich sehe auch, dass es uns gekillt hätte, wenn wir da durchgeflogen wären. Oh, da hinten sehe ich noch Munition, glaube ich. Ne, ein Medikit ist das. Sodele. Das haben wir ja eigentlich auch relativ schmerzfrei gelöst. Fahren wir erstmal wieder zur O2-Station hier. Und danach geht's rein. So. Und da können wir das jetzt auch betreten. Ach. Na super. Aber die kann ich bestimmt umfliegen. Oh nein, oh Mann, das war gemein. Der war gemein gesetzt. Der war richtig gemein gesetzt, Spieleentwickler. Okay, die hier sind aber leichter zu umgehen. Da man ja einfach die Leichenteile darauf schießen kann. Sind die alle tot? Das ist keine Brute-Version. Okay. Wie gut, dass wir gerade eine Leiche zur Verfügung hatten. Öffnest du dich jetzt mal? Okay. Austritt Vakuum. Ellie, ich bin wieder drin. Wo sind Sie? Wo ist Stross? Ich bin jetzt in Sicherheit. Aber er hat sich verirrt. Ich glaube, er kommt auf Sie zu. Ich habe etwas gefunden, das Sie sicher interessiert. Hier ist mein Standort. Beeilen Sie sich. Ich bin nicht wirklich in der Lage zu kämpfen. Ich komme so schnell ich kann. Bleiben Sie, wo Sie sind. Konnte ich da jetzt gerade speichern? Ja. Ja, ein bisschen geht noch. Würde ich mal sagen. Aber hier wird es gleich wieder weitergehen. Jo. Na, von wo? Ach, da hinten ganz. Von wo kam das? Ah! Okay, das ist mies jetzt. Gehen wir mal einen von denen hier. Was ist meine... Oh nein, mein Inventar ist voll. Kann ich die nicht nachladen? So, jetzt. Sprang da gerade oben was oder habe ich mir das eingebildet? Womit ist mit meinem Inventar denn bitte voll? Was? Stirb! Oh mein Gott! Komm! Hinter mir war was, ich hab's gesehen. Nachladen, Stase, komm, dich will ich auch noch. Woo! Und mein Inventar ist voll. Ich könnte langsam mal einen neuen Anzug vertragen. Ich bin ganz stolz auf meine Arbeit. So, hier oben nichts mehr. Stase haben wir gerade. Und... Ja! Nein! Nein! Mein Inventar ist voll. Oh mein Gott. Was schmeiße ich davon weg? Das hier, das brauche ich nicht.
entfernen. So, erweiterter Anzug. Und ein großes Medipack. Ja, da kann ich doch nochmal ein kleines für rausschmeißen. Entfernen. Und das große mitnehmen. Und wir haben einen neuen Anzug. Jetzt müsst ihr nur noch in den Shop kommen. Und ich würde euch alle lieben. Na, was googelt hier? Ach, da, der da. Komm mal her. Gurgel woanders. Ach ja, ich vergaß, das Ding ist ja voll. Was googelt denn nochmal? Dreimal? Okay, da habe ich jetzt nicht getroffen. So. Nein. Oh, ich habe ihn doch gehört. Und einmal hacken. Da sind sie ja. Was? Schloss, hör auf damit. Sie müssen sich hier stellen für mich. Sagen Sie ihr, dass ich es nicht wollte. Schloss, ich bin's. Finden Sie sie. Was? Wie dreht er denn durch? Schloss. Schritt 3. Schritt 3. Oh. Bam! Der war für dich. Du blöder Bastard. Alexis, glaub mir, ich liebe dich. Ich würde nie etwas tun, was dir oder unserem Sohn schaden könnte. Nach den Sitzungen sehe ich dich ständig. Aber du bist so wütend. So wütend. Du machst mir Angst. Hör bitte auf damit. Oh Gott. Hier holt dich gar keiner mehr. Meine Güte. Also ihre Stimme dröhnt mit der Zeit immer mehr. Okay, wie kommen wir herüber? Irgendwo was zum Chinese-mäßigen. Ach so, okay. Kommt jetzt das vorbeigefahren oder ja? Oh nein, ich sehe schon, was kommen wird. Aufzug. Oh, Energieknoten. Oh, ein Audiolog. Ich wurde für eine geheime Spezialmission unten in den Kernsystemen des Fragments auserwählt. Ich hoffe, ich erweise mich als würdig. Na? Na? Von wo kommen sie? Von den Seiten? Von oben? Von unten? Ich frag eigentlich gar nicht, die kommen einfach mal, die spawnen einfach mal neben mir. Ja, super Spielentwickler. Habt ihr klasse gemacht. Super Idee, die einfach mal nur von oben kommen zu lassen. Ja, meine Methode im Kreis laufen und lachen. Na. Und wenn man nach oben guckt, dann kommt gar nichts. Dann kommen sie von der Seite. Ja, natürlich. Genau in dem Moment, wenn man wegguckt, dann kommen sie. Ach, jetzt sogar drei. Ja, das ist ja super lustig. Ha, ha, ha. Klasse, Spielentwickler. Euch fällt immer wieder was Neues ein. Ich komme mit meinen Medikits gar nicht mehr hinterher. Ja, so eins.
So, zwei. Und jetzt ein... Boah! Was war jetzt? Du hustest hier jemand anderen an. Und noch einer. Komm, stirb. Ich hab grad 200 Schuss verballert. Na wunderbar. Sonst noch was? Ach, jetzt sind wir da. Also so langsam könnten wir auch mal abspeichern. Okay. Nichts versteckt. Gehst du mal auf? Rot E drücken. Doch, lass du mich einfach los. Und wenn ich dich gehen lasse, habe ich nichts mehr. Schritt 4. Akzeptanz. Okay. Jetzt bist du bereit, das hier zu beenden. Okay. Also damit habe ich jetzt gerade am wenigsten gerechnet. Ja, natürlich ist sie weg. Wie könnte es auch anders sein? Aber ich sehe einen Shop, ich sehe eine Working Bench und eine Speicherstation. Ja gut, ich werde das alles offscreen erledigen, glaube ich. Wir sehen uns im nächsten Part von Dead Space 2. Also dieser Part hat mir wirklich wieder Spaß gemacht, bis auf diese Aufzugszene gerade. Naja, egal. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Euer Felix.